So, zurück im Dorf. Und damit einen schönen Montag euch allen, die jetzt gerade eingeschaltet haben. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit ein Ei gesammelt. Und dafür müssen wir anscheinend hier hin. Das dürfte der Monsterstall sein. So. Hey, Ryder, okay. Hast du ein Ei mitgebracht, Nia? Ich suche immer nach neuen Verbündeten. Also, Allies, Buddies. Ja, was ist ein Stable? Bla bla bla. Was ist ein Stall? Manage Egg. So, dann gucken wir mal. Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Es tut mir sehr leid. So, Manage Egg und... Dann schauen wir mal. So, Monsternest. Very light. Dann öffnen wir das mal. Und dann klicken wir jetzt die ganze Zeit. Mal gucken, was rauskommt. Ich habe ein Abdonut. Ui. Ein Abdonut. Mein Must-Have-Monster, das wird so stark werden. Okay. Kann ich noch aushatchen? Habe ich noch ein Ei? Aktuell nicht. Ah, okay. Egg Pieces. Mal gucken, was das hier ist. Habe ich noch keine. Aber die Allies kann ich matchen. So, bla bla bla. Dann Change Party, mal gucken. Ah, ich kann 5 Stück mitnehmen. Dann lassen wir das so dabei. Ah, und wir können auch ein paar Sets registrieren. Toll. Ja gut, ein Abdonut. Wir müssen noch mehr Eier sammeln, damit wir vielleicht ein paar coole Monster bekommen. Hey, du hast einen neuen Freund, ja, ausgebrütet. Wenn du mehr Eier ausbrütest, wird, ja, die Anzahl deiner Freunde steigen. Das ist, also Freunde, Verbündete, ist ja irgendwie klar. Werden ja immer mehr. Ja, okay. Da unten hatten wir ja die Ally-Dings am Bildschirm. Und damit können wir jederzeit irgendwie die Verbündeten wechseln. Okay, wir werden es schon finden. Oh, ich hab's fast vergessen. Chief Omna. Möchte mit dir sprechen. Bitte seh nach ihm. Na gut. Dann haben wir vielleicht eine neue Quest offen. Quest, Quest, Quest. Weg da. Weg da, weg da. Steht er wieder vor seinem Haus. Wir müssen mal gucken. Ich habe jetzt ein bisschen ein paar Items gesammelt. Vielleicht können wir unsere Waffen schon verbessern. So. Filgar, du versuchst immer noch ein Reiter zu werden. Du gibst dir sehr Mühe, ein Reiter zu werden. Da gibt es etwas, worüber ich mit dir sprechen möchte. Die, ja, Finsternis. Die, was hieß nochmal, Frenzy? Ich hab's schon wieder vergessen. Befall? Irgendwas, die Befallenen? Ja, der Nagakuga war davon überdeckt. Ja, okay, ich muss mir das wirklich nochmal angucken. Also, es scheint, ja, diese Seuche scheint in unserer Welt schon seit der antiken Zeit zu existieren. Aber was ist diese, ja, Krankheit? Es scheint ein natürliches Phänomen zu sein. Es taucht auch und verschwindet wieder, wie der Wind. Aber diesmal ist es nicht ganz verschwunden, es ist wieder zurückgekehrt. Ist es noch da? Was wird passieren? Unsere Welt wird zerstört. Oh nein. Aber es gibt immer noch Hoffnung. Der Seelenstein hat die Power, die ja, Krankheit aufzuheben. Okay, wie auch immer, du musst stärker werden, um das zu schaffen. Was jetzt momentan wichtig ist, ist, sich darauf zu konzentrieren, den stärkeren Band mit deinen Verbündeten einzugehen. Je stärker dein Band, umso mächtiger wird dein Seelenstein. Und pass auf die, ja, Verfluchten auf. Ich habe sie jetzt mittlerweile so oft umbenannt innerhalb dieser kurzen Sequenz. Und sag mir Bescheid, wenn es irgendwas Neues gibt. Nun geh zurück ins Dorf und, ja, setze dein Leben als Reiter fort. Okay, super. Müssen wir eigentlich nochmal da hoch? Ich glaube nicht, da oben ist nur das, das Grab von der Familie von Cheval. Und hier eine neue Quest vom lustigen, besorgten Reiter.
alle Eier sind ein wenig mysteriös. Sie haben so viele verschiedene oder einzigartige Fähigkeiten. Eier. Ich möchte mehr von diesen Eiern sehen. Könntest du mir ein Herbivore-Egg zeigen? Was ist das? Sie haben horizontale Linien. Okay. Kriegen wir ein Bild davon gezeigt? Egal, wir nehmen es einfach mal an. Wenn du mir eins bringst, Zertifikat für Schwert und Schild. Okay, sehr gut. Dann gehen wir mal gucken, ob der Schmied gerade irgendwas für uns regeln kann. Jo. Okay. Und auf Upgrade. Immer noch nicht? Oh. Na toll, ich habe nur 6. Entschuldigung. Das wäre jetzt echt schön gewesen. Ah. Okay, ich kann vielleicht noch... Ich kann was reißen. Sollte eigentlich gehen. Moment, wir haben noch die Reiter. Also ich setze mal mehr auf den Schaden. Oder wir gucken mal, was das Shield and Sword gegenüber der Waffe hier kann. So, Attacke 9. 8, dafür halt Crit hoch. Der Defender wäre natürlich jetzt nicht schlecht. Die Frage ist, wird denn das Iron Sword, was wir haben, zum Defender? Wir sehen es auch nicht, oder? Ich gehe mal kurz auf Upgrade nochmal. Oh. Naja, jetzt habe ich es schon reingeschmissen. Damit habe ich nicht gerechnet. Schade. Bam. Und jetzt noch das Malachit-Ohr, das wir haben. Und damit, ja... Können wir es upgraden? Verstehe, so funktioniert es. Okay. Alles klar. Und wahrscheinlich haben wir jetzt das Problem... Muss man ja erstmal alles wissen und das hat scheiß viel Geld gekostet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Naja, dafür ist das Iron Sword, das wir jetzt haben, auf Stufe 17. Hätte das andere wäre jetzt natürlich besser gewesen. Tech-Cut. Naja, okay. Vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich noch Rüstung kaufe. Was haben wir denn aktuell da? Oh, wir haben etwas mit 8 an und Speed Attack Resistenz. Okay. Ja, hey, sieht gut aus. Nehmen wir doch gleich mal mit. Ach cool, das ist die komplette Ausrüstung. Kopf und so weiter. Wir brauchen nicht mehr auf Arme, Füße und so weiter gehen, sondern es ist einmal komplett das Set. Sehr gut. Yep. Ciao, ciao. Das sieht witzig aus. Ihr kennt es wahrscheinlich echt schlecht am PC. So. Gut, du hast mit dem Chief gesprochen. Nun, lass uns mit deinem Training fortfahren. Okay, als nächstes bringst du mir 5 Portionen. Also Heiltränke. Du gehst zum normalen Store. Das ist nicht der Punkt der Lektion. Es ist Zeit, dir Kombinieren beizubringen. Oh yeah. Kombinieren ist wie Kochen. Folge einfach den Rezepten. Hier ist das Rezept für die Portionen. Na, sieh nach, was du für Materialien brauchst. Nachdem du alle Materialien hast, kannst du im Camp-Menü kombinieren. Du kannst jederzeit Items kombinieren. Okay. Ah, Synapse ist upgedatet. Alles klar. Bla bla bla. Das werden wir schon rausfinden. Das wird ja jetzt nicht allzu schwierig sein. Sollte hier im Menü sein. Kombinieren. Okay. Fünf Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, davon haben wir ja genug. Zack. Und damit sollte diese Quest abgeschlossen sein. Oh. Splendid. Wundervoll. Du hast 5 Portionen, also Heiltränke, erschaffen. Du bist schon nah dran, dein Training abzuschließen. Vergiss nicht, dass diese Portion mit in das Set für deinen Battlebeutel, also für deinen Kampfbeutel zu legen. Reiter müssen das immer im Kopf behalten. Der Chief wird dir den finalen Test geben. Geh hin und rede mit ihm, wenn du bereit bist. Wenn du diesen finalen Test bestehst, wirst du ein vollständiger Reiter sein. Jetzt muss ich echt wieder mit dem Chief reden. Oh, da gibt es noch mehr Quests.
Die Frage ist mal ganz kurz, Battle Poach, oh, da sind nur die Herbst drin. Ah, okay, da kann ich mir die Sets machen und jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich die noch ins Battle Poach reinbekomme. Skat. Ich will es nicht benutzen. Ich will es in meinen. Vielleicht, ich glaube, ich weiß dann vielleicht so, dass da. Okay, alles klar. Rustic, keine Ahnung. HP, das regeneriert HP jetzt ohne Flux. Okay. Gibt ja keine Energie so in dem Sinne. Vielleicht Mana wäre super. Ich pack's einfach mal rein. Es kann ja nicht schaden, wenn wir es wirklich mal brauchen. Ohne Flashbomb. 15 Schaden. Das ist nice gemacht. Der Wettstein 50% mehr Crit-Schaden beim nächsten Schlag. Ja, und halt die Flashbomb. Die wäre halt nicht schlecht, wenn wir gegen irgendwas Großes kämpfen. Ich nehm's einfach mal mit. Nein, ich Idiot. Entschuldigung, also noch einmal, wir müssen das dann auch abspeichern. So, und noch eine Flashbomb. Zotap. Zack. Yep, okay. So, jetzt müsste ich es aber haben. Und zurück zum Chief. Jetzt sind wir schon wieder so lange hier im Dorf unterwegs. Chief, Chief, wo bist du? Hallo. Der finale Test, bitte. Nun lass uns über die Reiterregeln reden. Die, die ein Reiter werden, können das Dorf nun verlassen. Wir können gehen. Aber es gibt noch so viele Dinge zu erkunden. Wir gehen keine Bunde mit Menschen oder Monster der äußeren Welt ein. Oder wir können nicht gehen. Ich glaube, ich habe mich verlesen. Aber Reiter... Okay, aber es ist die Natur der Reiter, andere Plätze und zu erkunden. Seit langer Zeit haben wir überlebt, indem wir mit dem Monster zusammenleben. Wie auch immer, es gibt da Menschen, die fürchten diesen Weg des Lebens, also diese Art zu leben. Okay, Reiter leben ihr Leben durch das Reisen durch die Welt. Aber es ist ein wenig, keine Ahnung, verhaltet hier. Ah, so eine Ehrlichkeit von einer Feline. Wie auch immer, das Gesetz ist Gesetz und wir müssen das in Erinnerung halten. Oh, es war wirklich Can't Leave. Okay, Feger, du wirst dir... Du darfst dieses Dorf nicht verlassen, ohne es mich wissen zu lassen. Okay, oder so. Aber wenn es ein Ort ist, den wir sehen können, ist das akzeptabel. Es ist nun Zeit für dich, den Wald zu betreten, der Forst. Ein Azuros, okay. Aktuell haben wir ein paar Sichtungen eines Azuros nahe des Eingangs. Sei vorsichtig, der Azuros scheint... Ja, sehr durcheinander zu sein, wie auch immer. Es sieht so aus, als würde das Monster sich nicht wegbewegen. Das heißt, wir müssen gegen es kämpfen. Wenn du zu seinem Nest zurückkehrst, sag mir Bescheid. Es wird ein guter Test für dich sein. Es ist dein erster wirklicher Reitertest. Ja. Verliere dich nicht. Okay, Chief Omna hat mir endlich einen wirklichen Reitertest Test gegeben. Der hungrige Azuros, located in Hidden Forest einheimisch. Okay, wir sollten uns aber gut vorbereiten. Alles klar.
dann wollen wir uns mal gut vorbereiten. Dup, 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 dup. Eigentlich sind wir gut vorbereitet, oder? Wir haben unsere Waffe verbessert. Wir gucken mal eben in die Nebenquests. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Abgeben? Sidequest? Ich versuche das jetzt mal turn in the quest. Ah, okay, alles klar. Oh, Abtonot ist direkt Level 3. Nice, 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 Wetzsteine. Okay, auch das war ja easy. Das ist aktuell noch offen, genauso wie diese Deliver Allure Herb. Also Allure haben wir noch nicht gesammelt. Ach so, wir können uns jetzt aussuchen, wie wir das übergeben. 10 Stück davon. Und dann noch die Sache mit dem Velociprey. Nice. Okay. Das läuft noch, das können wir nicht. Wenn ich jetzt darauf zurückgehe, sind die dann immer noch in der Liste? Oh Mann, die Liste wird wahrscheinlich riesig werden. Aber wir haben keinen neuen Nebenquest. Zumindest noch nicht. Hier, ein paar. Bitterkäfer. Wie der Name es sagt, sie schmecken schrecklich. Aber ihr Sekret, aus ihrem Sekret kann man gute Medizin machen. Reiter, kannst du mir ein paar davon sammeln? Und meine Großmutter braucht. Okay. Bitterbugs. Sammeln wir doch ein paar Bitterbugs. So, ansonsten sehe ich jetzt noch eine Quest. Wir sollten am Schrein nochmal beten. Zack. Beten. Nichts ist passiert. Okay. Oder ist das einfach nur das Zeichen für Questboard? Ich gucke mich nochmal hier hinten. Nur mal, hier ist auch keine weiteren Quests mehr, oder? Doch, da. Oh, ich brauche Iron Ore. Mein Pickaxe, also meine Spitzhacke ist kaputt gegangen. Bla bla bla. Okay, Iron Ore sammeln. Na gut. Ich habe gerade eben alles in meine Dings gehauen, deswegen habe ich jetzt leider keins mehr. Dann wollen wir mal. So, laufen, laufen, laufen. Wie komme ich denn zu dem Wald hin? Kann ich mir das jetzt irgendwie aussuchen? Haben wir ein Schnellreisesystem? Also bei Monster Hunter Generations kann ich mir keinen Sinn, kommt man unten immer auf dem unteren Bildschirm die Dörfer auswählen. Zack. Warte mal, ich guck mal jetzt kurz eben bei Allies rein. Können wir hier... Moment, das habe ich falsch gemacht. Ich wollte eigentlich schauen, was der für eine Fähigkeit hat. Ach, der kann Pflanzen. Okay. Ahaha, nice. Oh mein Gott, wir reiten auf einen Abtonot. Da hinten ist irgendwer im Feld. Laufen, 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 laufen. Und mir ist aufgefallen, es ruckelt generell auf diesem Feld hier einfach. Ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge schon erwähnt. Oh, ich bin auf das kleine Mädel draufgetreten, auf Lilia. Hey, Filka. Bist du jeweils, von Nerd? Hast du dich jemals über das Land außerhalb von Harkon Village gewundert? Reiter können diesen Ort nicht verlassen. So wissen sie also gar nichts darüber. Irgendwas sagt mir, irgendwas ist da draußen, gemacht für mich.
Ich kann dir über die anderen Länder erzählen. Ich habe jede Menge Dinge gesehen von überall auf der Welt. Aber ebenso habe ich auch niemals von Reitern gehört, bis jetzt. Ich dachte, Monster wären nur zum Jagen da, nicht zum Reiten. Die äußere Welt ist voll von Jägern. Ich habe über Jäger gehört, Monster Hunter. Ich frage mich, wie sie sind. Ja, sie zerhacken einfach alle Monster. Denk an jemanden mit großen Muskeln und mächtigen Waffen. Ich würde mich freuen, einen zu sehen. Oder einen zu treffen. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Du kannst jederzeit nach Gilkaran gehen. Ui, ich dachte, wir dürfen nicht. Jäger von überall auf der Welt sammeln sich dort. Und da gibt es so viel zu tun und zu sehen. Klingt nach einem großen Platz. Ich befürchte aber, ich würde verloren gehen. Keine Sorge, du kannst auf mich zählen. Hey Reiter, möchtest du die äußere Welt ebenfalls sehen? Aber Filga ist ein Reiter. Das Gesetz verbietet Reiter, das Dorf zu verlassen. Aber selbst der Chief denkt, das ist eine veraltete Regel. Ich bin mir sicher, sobald du ein vollständig ausgereifter Reiter bist, können wir zu anderen Plätzen reisen. Wenn die Zeit kommt, kannst du auf mich zählen. Also auf Navi. Ich hau einen Abtonot mit meinem Abtonot. Plick. Das arme Ding muss ja noch leveln. Und wir haben Präventivschlag. Sehr gut. Surprise Attack. Wir können jetzt auch jederzeit wohl die... Oh nein. Oh, und das kann sich selber heilen. Es hat Heilung. Pokémon. Monster Hunter Pokémon. Oh, das war eigentlich nicht... Egal. Bam. Hui, das Schwert macht ordentlich Schaden jetzt. Nice. Mein Abtonot hat kaputt gemacht. Großartiger Kampf.